Herzlich willkommen zum Jorland Podcast, dem Podcast für Freelancing und remote Arbeit in der Praxis. Unser heutiger Gast ist Online-Marketing-Manager und Inhaber von SEA-Experten.de. Er arbeitet sowohl remote als auch stationär in Berlin und darum wollen wir mit ihm auch unter anderem darüber sprechen, wo die Unterschiede sind und welche Vorteile bzw. Herausforderungen er jeweils dabei sieht. Wir freuen uns sehr über seinen Besuch im Jorland Podcast. Ein herzliches Willkommen, Daniel Rakus. Ja, schönen guten Abend. Ja, guten Abend, genau. Es ist schon ein bisschen später am Tag, zu dem Zeit, wo wir das jetzt aufnehmen, genau. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass du für den Jorland Podcast zur Verfügung stehst als Gast und uns ein bisschen Rede und Antwort stehst zu dem, was du so machst und ein bisschen von dir erzählst. Freut uns sehr, dass das geklappt hat. Vielen Dank, Daniel. Klar, kein Problem. Sehr schön. Ja, und ich würde auch sagen, so zwei, drei Sachen habe ich erzählt, dass du eben sehr Experten hast und dass du remote und stationär arbeitest. Aber stell dich doch kurz unseren Hörern nochmal vor, vielleicht so deinen Werdegang, was du gemacht hast. Ja. Du hast ja auch, habe ich gesehen, in deiner Vita Auslandsaufenthalte da drin gehabt und so, finde ich auch sehr spannend. Und dass du vielleicht dann noch ein bisschen erzählst zu dem, wo gerade im Moment so dein Schwerpunkt ist, was du gerade machst. Genau, so machen wir es. Also ich fange mal an, vielleicht kurz mit dem Studium, wie das abgelaufen ist bei mir. Ich habe da auch schon einige im Studium Berührungspunkte mit Online-Marketing gehabt. Ich war im Bachelor in Würzburg, Studium Wirtschaftsinformatik und hatte dort dann den Schwerpunkt Online-Marketing. Das war quasi für mich so der erste Bildungspunkt überhaupt mit dem Thema Online-Marketing im Gesamten, beziehungsweise ja dann auch SEA. Während dem Studium war ich auch im Ausland, das ist richtig, du hattest es angesprochen, da war ich in Australien für ein halbes Jahr. Und zum Master bin ich dann nach Berlin gezogen, habe dort Medieninformatik studiert, noch zwei Jahre lang. War dort auch wieder im Ausland, ein halbes Jahr auf Bali. Das war natürlich dann, ja, ich sag mal, kein Vollzeitstudium. Da hat man natürlich auch dann sehr viel Freizeit sich ein bisschen gegönnt und war auch dann am Strand teilweise, statt mal in die Uni zu gehen. Ja. Genau, da im Masterstudium war jetzt mit Online-Marketing eigentlich wieder relativ wenig Berührungspunkte. Da ging es dann eher um Sachen wie Bildbearbeitung, Videoschnitt, Medienpsychologie. In die Richtung. Es war also sehr breit gefächert und ich wusste eigentlich nach dem Master gar nicht so recht, was ich machen will. Habe mir dann überlegt, was ich im Studium an sich, also Bachelor und Master jetzt im Gesamten gesehen, eigentlich am spannendsten fand, was ich immer mal wieder gemacht habe, und das war dann doch so das Thema Online-Marketing und speziell eben dann Google AdWords beziehungsweise SEA. Und das hat sich dann bei mir eigentlich im Endeffekt so entwickelt, dass ich direkt nach dem Studium, ohne jetzt in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, direkt als Freelancer gearbeitet habe. Ich hatte da auch im letzten Semester während der Masterarbeit schon den ersten Kunden quasi, für den ich gearbeitet hatte, damals noch vor Ort im Büro, also beim Kunden. Und war dann einfach ein Versuch für mich, mal zu gucken, ob ich mich nicht die nächsten Monate oder das nächste Jahr über Wasser halten kann mit einfach Kundenaufträgen. Hab dann hier und da mich auf Portalen eingeschrieben und habe dann relativ schnell, auch mit meiner eigenen Webseite, die ich damals so selbst noch ein bisschen erstellt hatte, relativ schnell 4, 5 langfristige Kunden gehabt und konnte so das erste Jahr lang, sage ich mal, als Freelancer überleben. Das war jetzt eher auch so von der Hand in den Mund. Also da war jetzt nichts mit Sparen. Das war eher im ersten Jahr eigentlich, um sich über Wasser zu halten, die Miete zu zahlen. Aber so hat es angefangen bei mir, ja. Und so bin ich da ein bisschen reingekommen. Und dann wurde es aber auch nach dem ersten Jahr relativ schnell größer. Kannst du das irgendwo festmachen, warum das dann relativ schnell auch größer wurde? Was hast du da gemacht? Es liegt wahrscheinlich auch an mir. Ich habe nach dem ersten Jahr gemerkt, das funktioniert.
ich habe in dem ersten Jahr nach dem Studium, sage ich mal, das Ganze vielleicht noch, man könnte sagen, nebenher betrieben. Man möchte ja auch nach vielen Jahren Studium dann vielleicht auch mal ein bisschen Freizeit, mal einen Sommer ein bisschen was anderes machen als lernen und arbeiten. Und da habe ich das quasi so ein bisschen nebenher betrieben, aber habe gemerkt, das funktioniert eigentlich an sich ganz gut. Wenn ich mir da Mühe gebe, wenn ich hier und da noch Sachen verbessere, dann läuft das eigentlich, und habe das dann ab dem zweiten Jahr, sage ich mal, ernsthaft gemacht und Vollzeit. Und habe dann nochmal meine Webseite überarbeitet, beziehungsweise ganz neu gemacht. Habe das Ganze einfach ein bisschen professioneller aufgestellt, habe selbst mehr Werbung geschalten, das heißt zum ersten Mal auch selbst Geld investiert in Sichtbarkeit. Und dann hat sich das eigentlich mit den ersten, auch größeren Kunden dann relativ schnell entwickelt, dass ich davon sehr gut leben konnte, ja. Und das geht eigentlich seitdem eigentlich stets bergauf, kann man sagen. Wie lange ist das jetzt her? Das Ende des Studiums war Ende 2015. Das heißt, es ist jetzt in etwa 3,5 Jahre, ist es her, beziehungsweise als Freelancer angefangen. Damals im letzten Semester habe ich auch so ungefähr im Sommer. Das heißt, 4 Jahre kann man jetzt ungefähr sagen. Genau. Mit ein bisschen Aufbauzeit quasi, ne? Oder nebenbei, neben dem Studium. Genau, richtig. Genau. Als Freelancer 4 Jahre, und mit dem Thema SEA an sich, der erste Berührungspunkt war sicherlich schon vor 9 bis 10 Jahren im Studium, Ja, da hat sich ja auch unheimlich viel getan in der Zeit, ne? Wenn du sagst, jetzt 10 Jahre her. Genau. Das ist wie in vielen Online-Bereichen ja ein stetiges Hin und Her oder ein Weiterentwickeln, und man muss sich immer wieder auf die neuen Situationen einstellen. Ja, wie für viele Freelancer wahrscheinlich bei dir auch, stetige Weiterbildung letztendlich, ne? Wie gehst du da, für dich vor? Ja. Wo holst du dir neue Infos oder? Also ich habe einen ziemlich guten Support durch Google selbst. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Den habe ich seit etwa jetzt auch schon 2 bis 3 Jahren, also auch ab dem zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit im Endeffekt. Sobald man da als Freelancer oder Agentur tätig ist und Google merkt, man macht das wirklich ernsthaft, bekommt man dann eigentlich ganz guten Support zur Seite gestellt. Jetzt aktuell, nachdem das Ganze ein bisschen größer geworden ist, auch im Rahmen der Agentur, habe ich jetzt 3 Ansprechpartner bei Google, und da werde ich natürlich zumindest bei Thema Google Ads jetzt ständig abgedatet, wenn es was Neues gibt. Ich kann teilweise auch Funktionen schon vorher testen. Es gibt diverse Schulungen und Veranstaltungen. Also da ist eigentlich schon so, dass der Hauptbestandteil meiner Weiterbildung oder in dem Bereich ist schon durch Google selbst. Ja. Ansonsten, ich lese natürlich gerne irgendwelche Fachzeitschriften oder hier und da Blogs, aber das meiste kommt durch Google eigentlich. Okay, aber da hast du natürlich auch eine enge Nische gefunden letztendlich für dich, ne? So, das ist ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch ziemlich gut. Das war mehr oder weniger eher Zufall wahrscheinlich am Anfang. Es ist damals vor allem, jetzt aber immer noch, wobei es jetzt ein bisschen mehr Agenturen und Freelancer gibt mittlerweile, aber damals war es schon so, dass es wirklich nicht viele Leute auch gab in dem Thema vor einigen Jahren. Und da hatte ich mir eigentlich an sich jetzt keinen konkreten Gedanken darüber gemacht, damals zumindest, sondern das war wirklich eigentlich eher Zufall, dass ich dachte, der Bereich macht mir Spaß, da kann ich schon was, da fange ich an. Und das war jetzt nicht der Gedanke, ich habe vor 4 Jahren mir jetzt nicht überlegt, mich irgendwie speziell in eine Nische zu setzen oder zu positionieren. Aber das hat sich dann eben gut so ergeben, würde ich sagen, ja. Hast du das irgendwann, als du das erkannt hast, dass es so deine Nische ist, deine Positionierung, das nochmal, sag ich mal, auf die Spitze getrieben? Also, dass du das wirklich für dich dann nochmal so analysiert hast und tatsächlich gemacht, vor allem als ich mich mit dem Thema Positionierung ein bisschen mehr beschäftigt hatte, so 2, 2,5 Jahre her. Ich hatte am Anfang die ersten 1, 2 Jahre neben dem SEA auch noch andere Sachen mit angeboten. SEA war zwar immer schon der Hauptbestandteil, aber ich habe noch ein bisschen hier Social Media Marketing angeboten, ein bisschen SEO auch auf meiner Webseite mit angeboten. Da kamen natürlich auch immer wieder Anfragen, hat mir aber nie so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und nachdem ich mich ein bisschen belesen hatte, auch Podcasts und Facebook-Gruppen und keine Ahnung, habe ich dann wirklich gesagt, okay, nee, ich lasse das jetzt alles weg und positioniere mich wirklich nur noch auf SEA, also im Endeffekt nur noch auf Google Ads und Google Shopping letztendlich. Und habe da auch gemerkt, sobald man sich da auf den Bereich spezialisiert, kann man natürlich auch mit dem Preis ein bisschen anziehen, man wird eher als Experte oder Spezialist wahrgenommen. Und das war auf jeden Fall schon ein wichtiger Schritt. Ich bekomme jetzt immer noch irgendwie Anfragen, manchmal
Facebook-Marketing, Social-Media-Marketing, weil ich es noch auf irgendwelchen Portalen irgendwo im Kleingedruckten, sage ich mal, stehen habe. Aber das, ich mache es einfach nicht mehr. Ja, also das bekommt man ja immer wieder mit, dass das häufig so abläuft, dass derjenige sich dann eben durch Aufträge, die kamen oder durch selber merken, in dem Bereich bin ich stark oder an dem Bereich habe ich auch sehr viel Spaß, was ja dann oft auch zusammenhängt, wenn die Motivation da ist. Und dass es dann eben in der Richtung auch weitergeht, ne? So, dass es und man sich praktisch von anderen Dingen dann trennt, die man am Anfang vielleicht in seinem Bauchladen sozusagen vor sich hergetragen hat. Genau, so ist es. Ja, richtig, ja. Ja. Gehst du viel in den Austausch mit anderen Freelancern aus deinem Bereich auch oder überhaupt mit anderen Freelancern? Nutzt du da irgendwie das Netzwerk? Und wäre das so, mein nächster Gedanke wäre dann, wie kam es denn über solch ein Netzwerk dann zu den SEA-Experten? Also grundsätzlich im Austausch mit Freelancern im Allgemeinen stehe ich schon hin und wieder. Treffe mich da hin und wieder auch mit welchen, jetzt erst letzte Woche mit einer Freelancerin im Bereich Google Analytics habe ich mich getroffen, um einfach mal ein bisschen auch zu hören, was andere so machen. Jetzt im Bereich sehr speziell eigentlich weniger, muss ich sagen. Da ist jetzt der Austausch mit anderen Freelancern eigentlich relativ begrenzt. Ich habe ein paar Bekannte, die in dem SEA-Bereich tätig sind, allerdings als Angestellte. Da tauscht man sich natürlich hin und wieder mal aus. Oft fragen die mich irgendwas, wenn sie nicht weiterkommen auf der Arbeit. Aber jetzt mit anderen Freelancern im Bereich SEA eigentlich weniger, muss ich sagen. Man muss auch dazu sagen, es gibt natürlich welche, aber es gibt jetzt nicht so viele wie jetzt zum Beispiel bei SEO, was für mich ein relativ überlaufener Markt ist, würde ich sagen. Bei SEA ist es noch nicht so. Von daher, im Allgemeinen mit Freelancern stehe ich schon im Austausch, SEA-Bereich jetzt weniger. Wie ist denn bei dir so der Anteil an der remoten Arbeit? Ich habe ja eingangs schon gesagt, wir wollen so ein bisschen auch darüber sprechen, weil du im Prinzip beides machst, stationär, remote oder gemacht hast, auch mit deinen Auslandsaufenthalten und. Wie ist da so der aktuelle Stand bei dir? Ja, das hat sich jetzt natürlich Anfang 2019 durch die Agentur alles ein bisschen geändert. Ich kann erst mal sagen, wie es zuvor war, die 3 Jahre zuvor. Habe ich eigentlich nur remote, kann man sagen, gearbeitet. Also entweder von Reisen oder aus dem Homeoffice. Das heißt, ich war eigentlich nie vor Ort beim Kunden. Vielleicht mal für vereinzelte Termine, wenn es jetzt ein Berliner Kunde war oder ist, dann kann es schon mal sein, dass ich für 2-3 Stunden bei dem Kunden vorbeischaue, um irgendwas zu besprechen. Aber die Tätigkeit an sich führe ich eigentlich dann schon immer remote aus. Und das war, wie gesagt, die letzten Jahre zum Großteil aus dem Homeoffice und zum Teil von Reisen, genau. Ich bin die letzten 3 Jahre eigentlich immer im Winter, also Januar, Februar war das circa 2 Monate verreist. War aber jetzt kein Urlaub im herkömmlichen Sinne, sondern es war wirklich schon Urlaub und Arbeit, also Reisen und Arbeiten. Also quasi so ein bisschen der digitale Nomaden-Style, könnte man sagen. Nur, dass ich eben wieder nach 2 Monaten dann zurückgekommen bin und nicht im Ausland geblieben bin, ja. Genau, das hat aber soweit eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich hatte im ersten Jahr hatte ich ein bisschen Bedenken natürlich mit dem Kunden, wie das so rüberkommt. Und die waren aber eigentlich zum Großteil alle sehr locker. Es war jetzt auch im ersten Jahr auch gar nicht so lang, es waren ja 5 Wochen. Und ich sag mal, bei manchen Kunden, da musste ich das jetzt nicht explizit erwähnen, das ist da gar nicht quasi aufgefallen, sage ich mal, dass ich eigentlich im Ausland bin. Jetzt mit den Kunden, mit denen man jetzt nicht wöchentlich in Kontakt steht, da ist das natürlich eigentlich kein Problem. Ja, und mit den anderen kommunizierst du das dann eben ganz offen? Genau, bei den anderen, also bei den Kunden, mit denen ich öfter in Kontakt stand, auch ab und zu mal telefoniert habe und so weiter, habe ich das kommuniziert. Das war für die eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben dann geskypt, wenn es wirklich wichtig war, was aber eigentlich auch selten vorkam, sondern eigentlich standen wir dann per E-Mail in Kontakt. Ja. Und wie ist jetzt aktuell? Also aktuell ist es natürlich mit der Agentur jetzt ein bisschen anders. Ist jetzt noch relativ neu, seit Anfang April mit der Agentur. Es ist jetzt so, dass ich schon dort natürlich jetzt vor allem in der Anfangsphase aktuell noch 4 Tage die Woche bin.
soll sich jetzt auf 3 reduzieren, dass ich dann 3 quasi Vollzeittage dort bin und den Rest dann Homeoffice mache. Aber ich war jetzt auch schon wieder in der Zeit 2 für 5 auf Verreisen. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich hatte meinen Laptop dabei, stand eigentlich in Dauerkontakt mit meinen Mitarbeitern. Also das war eigentlich auch kein Problem. Aber ja, ich bin natürlich jetzt durch die Agentur gerade ein bisschen gebundener hier, kann man sagen. Wie ist das denn aufgebaut mit der Agentur? Du hast ein Büro dann richtig und wie viele Leute seid ihr da? Genau, ja. Also wir sind aktuell zu dritt. 2 festangestellte Mitarbeiterinnen und ich. Gerade auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter oder neuen Mitarbeiterin. Also falls jemand zuhört aus dem Bereich SEA, kann sich gerne melden. Ist immer gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, muss ich sagen. Die meisten guten Leute sind natürlich gerade in Jobs. Und da ist man einfach nicht lange auf Jobsuche, wenn man da gut ist in dem Bereich. Deswegen, ja, aber jetzt wieder auf Suche. Vielleicht für Anfang Juli, Anfang August mit dem nächsten Mitarbeiter. Es wäre nicht schlecht, wenn das klappt. Genau, also wir sind stationär hier in Berlin, in Berlin-Friedrichshain, Büro, wo wir auch aktuell noch 4 die Woche vor Ort arbeiten und 1 haben wir alle Homeoffice. Wenn sich das ein bisschen mehr eingespielt hat, wird das wahrscheinlich auf 2 Homeoffice hinauslaufen. Aber ich sag mal, gerade jetzt in der Anfangsphase, wo es einfach noch erstens im Büro sehr viel zu tun gibt, organisatorisches zu tun gibt, ist einfach besser, wenn man dann einfach vor Ort zusammensitzt und die Dinge einfach direkt klären kann. Und hast du auch vor, Leute remote sozusagen, also komplett anzustellen oder remote Freelancer zu beschäftigen? Oder möchtest du schon gerne die Leute vor Ort haben? Ja, das ist durchaus denkbar in Zukunft. Ich wollte jetzt das, sage ich mal, Kernteam erstmal mit einigen Festangestellten aufbauen. Also es wären jetzt dann, wenn ich jetzt jemanden finde, wären es dann 3 Vollzeitmitarbeiter, das würde erstmal dann genügen. Und dann würde ich wirklich schauen, ob ich vielleicht eventuell dann Aufträge einfach an Freelancer outsource. Das war jetzt im Endeffekt auch schon so. Also zum Beispiel die Webseite wurde von der Freelancerin jetzt gemacht in der Zeit, in den ersten Wochen. Das ist jetzt natürlich keine dauerhafte Beschäftigung, aber die war jetzt über 4-6 Wochen quasi tätig mit der Webseite und Beratung in der Hinsicht. Dann noch mit einer Freelancerin aus dem Analytics-Bereich habe ich jetzt eine Woche zusammengearbeitet. Also ja, ich hole mir da schon gerne externe Unterstützung in Form von Freelancern. Aber jetzt für das Kernteam ist es mir doch ganz recht, wirklich Leute zu haben, die wirklich voll und ganz in die Firma involviert sind. Lass uns mal nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Welche Vorteile du so in diesen 3 Jahren, wo du viel unterwegs warst, gesehen hast für dich und welche Herausforderungen es gab und warum du das dann letztendlich jetzt in Berlin anders handhabst mit deinem eigenen Team. Also es wäre ja auch denkbar gewesen, du sagst, ich mache diese Agentur, aber die Leute sind auf der ganzen Welt verteilt. Ja, das ist richtig. Das wäre auch so ein Gedanke eigentlich. Ich fange mal mit der zweiten Frage an gleich. Das war auch ein Gedanke, den ich hatte, das so zu machen. Habe mich aber dann doch für das, sage ich mal, etwas Modell entschieden. Herkömmliche Modell, sage ich mal, nicht mit Freelancern. Eben, weil ich wollte, dass eben so ein Kernteam besteht, wo wirklich, sage ich mal, involviert ist in die Agentur, sich damit identifiziert. Und dann aus diesem Kernteam heraus das Ganze dann so aufzubauen, dass man Freelancer für einige Projekte oder Aufträge eben engagiert. Das ist kein Problem. Das nur mit Freelancern jetzt quasi die Agentur aufzubauen, das war mir ein bisschen zu risikobehaftet, muss ich auch sagen, dass da irgendwie Projekte nicht klappen oder dass dann Freelancer eben sich nicht mehr melden und so weiter. Ich meine, da hat man schon einiges gehört. War jetzt einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und vor allem, ich bin hier jetzt in Berlin eigentlich seit 7 Jahren, will auch hier bleiben. Also als fixe Station, sage ich mal. Natürlich gehe ich gerne auf Reisen, aber es ist jetzt nicht geplant, dass ich irgendwie 5 unterwegs bin und nur noch auf Reisen bin. Sondern ich will schon hier örtlich ansässig bleiben. Und von daher war das einfach die Entscheidung, das so stationär in Berlin als, sage ich mal, herkömmliche Agentur zu gründen. Genau. Also was ich so raushöre, ist so, dass du dass du das Gefühl hast, dass die Identifikation mit deiner Agentur quasi, mit der Firma an sich besser funktioniert, wenn die Leute vor Ort sind und sich praktisch dann mit dir zusammen so die Firma entwickeln. Genau. Ne? So.
Ja, richtig. Also das ist für mich aktuell auf jeden Fall ein Vorteil, muss ich sagen. Da habe ich jetzt auch mit beiden Mitarbeitern gute Erfahrungen gemacht. Also die sind da wirklich auch voll dabei. Und genau, das war von Anfang an so beabsichtigt und das klappt jetzt auch gut. Von daher bereue ich da jetzt nichts. Ja. Ist dir das selbst so in den 3 Jahren davor so ergangen, dass du da selbst auch nicht so tief eingetaucht bist als Freelancer in eine Firma, wie wenn du vielleicht vor Ort gewesen wärst? Ja, durchaus, muss ich sagen. Also ich habe natürlich sowohl für Endkunden gearbeitet, als auch für Agenturen im Kundenauftrag dann. Und als Freelancer ist es einfach so, man macht seine Aufgaben, die einem übertragen werden, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass man die richtige Identität mit der Firma oder der Agentur, das fehlt schon ein bisschen. Wenn man jetzt natürlich länger zusammenarbeitet, über mehrere Projekte hinweg, dann ist das was anderes. Aber bei einmaligen Sachen, da fehlt das eigentlich fast komplett, muss ich sagen. Da arbeitet man eben seine Aufgaben ab, die man bekommen hat, sein Projekt. Und das war's. Und das wollte ich eben so nicht. Ich wollte einfach auch so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl, dass man wirklich auch dann 4 Arbeitstage die Woche zusammen im Büro verbringt, mal ein Bier nach Feierabend trinkt, mal zusammen Mittagessen geht. Das fehlt ja im Endeffekt alles, wenn man das mit Freelancern und Remote macht. Und so als aus Unternehmersicht, hast du das Gefühl, dass das eine schwieriger zu handhaben ist als das andere, oder ist es vielleicht sogar leichter, das jetzt stationär aufzubauen und auch so diese Festanstellung versus Freelancer? Man hat ja auch eine ganz andere Verantwortung dem Personal gegenüber, ne? Ja, auf jeden Fall. Richtig, genau. Ich denke, dass beides wohl Vor- und Nachteile hat, denke ich mal. Das jetzt mit wirklich festen Angestellten ist natürlich zum einen von der Verantwortung her ein bisschen mehr Verantwortung auf jeden Fall. Es ist ein bisschen mehr bürokratischer Aufwand natürlich, was man alles beachten muss. Wusste ich vorher natürlich auch nicht. Zum Glück habe ich da einen Steuerberater, der sich da um die meisten Sachen kümmert, aber dennoch bleibt einiges an mir hängen. Also es ist dann schon einiges, um was man sich kümmern muss. Das ist natürlich bei einem Freelancer schon wesentlich einfacher, wenn man einfach nur die Rechnung bezahlt letztendlich und vielleicht vorher noch vertraglich alles kurz festhält. Aber es ist natürlich flexibler, man hat weniger Verantwortung, da man ja die Zusammenarbeit jederzeit im Endeffekt unterbrechen oder beenden kann. Von daher ist das natürlich schon organisatorisch gesehen vom Aufwand her ein Nachteil auf jeden Fall. Was jetzt finanziell angeht, ich glaube, da hält sich fast schon die Waage, muss ich sagen. Wenn man jetzt einen guten Freelancer beschäftigt, Vollzeit, dann wird es sicher wahrscheinlich sogar teurer werden als ein Vollzeitangestellter. Also kommt natürlich auf den Stundensatz an. Aber ich glaube, dass da fast schon ein leichter Vorteil ist, einen Festangestellten zu haben. Ja. Aber das hört sich für mich schon so an, dass du sagst, so ein Kernteam, das siehst du im Moment so aus deiner Sicht, ist ja noch ein junges Unternehmen, aber so als als gute Möglichkeit an, um dann eben aufzubauen und dann von draußen Freelancer oder Remote Worker eben irgendwie zu beschäftigen, ne? So, weil wir richtig, haben ja bei uns immer so dieses Thema Remote Work und Remote First und irgendwie das aufzubauen, aber haben durchaus eben oder sehen durchaus auch kritische Stimmen oder kritische Ecken der remoten Arbeit, wo es dann eben darum geht, wie kann man das auffangen oder welche Tools kann man da noch nutzen, die das dann nochmal effektiver machen. Aber solche Punkte, wie du auch ansprichst, kommen auch immer wieder mal in den Interviews von sowohl von Freelancer-Seite als auch von Unternehmen natürlich. Ne? Ja, genau, richtig. Nee, also das ist für mich schon ein Thema, dass, wenn jetzt, sage ich mal, dieses Kernteam so ein bisschen besteht, auf jeden Fall angegangen wird, dass man auch Freelancer mit einbezieht. Es wird auch der Homeoffice-Anteil, also der Remote-Anteil wird auch steigen von den Festangestellten. Es soll aber einfach eine Basis da sein, wo man weiß, okay, man ist jetzt noch die 3 Tage die Woche einfach im Büro. Es macht Spaß, dorthin zu gehen. Es macht Spaß, noch ein Bier zu trinken nach der Arbeit. Und dann hat es für mich einfach Sinn und hat Hand und Fuß irgendwie. Ja. Und hast du das dann eher so vor, dass ihr dann an den gleichen Tagen auch da seid oder dass das jeder flexibel sich einteilt?
oder schon so, dass du sagst? Es wäre natürlich schon schön. Es wäre schön, wenn man natürlich nicht dann, wenn zwar jeder kommt, aber jeder anders da ist. Es macht dann auch nicht viel Sinn. Wäre schon schön, wenn man dann 1-2 Tage hätte, wo wirklich dann auch alle da sind. Und der ist einfach flexibel. Also ich bin da sowieso, ich kenne das ja selbst, da ich ja selbst schon Freelancer war und Remote gemacht habe, dass die Flexibilität eigentlich mittlerweile immer wichtiger wird, auch bei Arbeitnehmern in der Festanstellung. Und ich gebe diese Flexibilität auch gern. Also das ist überhaupt kein Problem. Mir geht's auch gar nicht so, es gibt jetzt in der Agentur bisher oder wird es auch nicht geben, keine irgendwelche Zeiterfassungstools oder irgendwas. Mir ist es wichtiger, dass die Aufgaben einfach erledigt werden und ob das jetzt eine Stunde oder 2 Stunden mehr oder weniger waren pro Woche, das ist eher nebensächlich, sage ich mal. Ja, ja, das finde ich schon auch wichtig. Also und es ist ja auch so, dass du hast es vorhin schon angesprochen, es ist gar nicht einfach, gute Leute zu bekommen. Die Leute wissen richtig, das natürlich auch. Und der Arbeitsmarkt sieht im Moment eher so aus, dass die guten Leute das bestimmen und sagen, so, ich will aber so und so viel Remote oder ich will dieses Feature oder jenes Bonbon noch dabei haben. Das war jetzt auch so ähnlich bei... Ja, kein Problem. Die sind da im Moment in einer ganz guten Position. Ne? So. Ja, richtig, so ist es. Also das war jetzt auch bei der letzten Mitarbeiterin, die ich angestellt hatte. Da war das im Endeffekt auch so, dass ihr das sehr wichtig war. Das heißt, zum einen war ihr eben gewisse Freizeit wichtig. Das heißt, wir haben uns auch auf 36 statt 40 Stunden geeinigt, Arbeitszeit, wobei ich da jetzt sehr ähnlich so eng sehe, sage ich mal. Und eben auch der Homeoffice-Anteil, der Remote-Anteil von 1 bis 2 Tagen, jetzt anfangs einer, langfristig aber eher 2. Das war ja schon sehr wichtig. Das war ja auch wichtiger als etwas mehr Gehalt, muss ich sagen. Also wir haben uns dann eher da geeinigt, als beim Gehalt. Also das hat dann eigentlich ganz gut gepasst. Aber ja, merkt man auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man da gute Leute will, muss man da auf jeden Fall entgegenkommen. Ja, das ist, also ich glaube, die Entwicklung ist momentan eben so. Und kann das auch gut nachvollziehen. Ne? So, das ist mir auch selbst ganz wichtig, dass ich eben das frei entscheiden kann. Und ich glaube, dass immer mehr Leuten, wie du auch schon sagst, in der Festanstellung wichtig. Also will ja nicht jeder jetzt Freelancer werden oder sein. Und es gibt ja genug Leute, die auch gerne angestellt sind und auch gerne in ein Büro vor Ort gehen. Das gibt es ja genauso. Ich habe mit einem Unternehmer ein Interview geführt vor ein paar Monaten. Der hat ganz klar gesagt, wir haben halbe mittlerweile, also wirklich schon viele Mitarbeiter. Und die Festangestellten, die ins Büro vor Ort kommen, oder es gibt sogar Freelancer, die ins Büro kommen, die sagen ganz klar, ich möchte diese Büroatmosphäre haben. Ich möchte von meiner Wohnung, da wo ich lebe, möchte ich raus, um zu arbeiten. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich Feierabend. So, ich will das nicht mischen. So, ich will, ne? Und auch diese Leute wird das weiterhin geben. Da bin ich mir auch sicher, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich habe das genauso, wie du es gerade eben schon gesagt hast, schon öfter gehört. Ich hatte da zum Glück, sage ich mal, nie ein Problem mit. Das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme von Bekannten oder neuen Bekanntschaften. Vor allem in der Freelancer-Zeit, ob mir nicht die Decke zu Hause auf den Kopf fällt und so weiter. Ich muss sagen, für mich war das eigentlich nie ein Problem. Ich kann das ganz gut, aber ich kann es verstehen und habe es auch schon öfter gehört, dass Leute es eben nicht können, dass die gerne zum Arbeiten eben auch rausgehen. Vor allem, wenn natürlich in einem Büro einfach eine gute Atmosphäre herrscht und wenn da Leute sind, mit denen man sich versteht, dann ist es ja eigentlich klar, dass man da gerne hingeht. Ja. Und soll auch so jetzt bei mir in der Agentur eigentlich das Ziel sein, dass die Mitarbeiter einfach dann die 3 Tage, die sie da sein, ich sag mal müssen, dass sie die auch gerne da sind. Ja, ich glaube, auch da hat sich ja in der New Work einfach auch ganz viel getan von den Unternehmerseiten. Aber es ist eben auch so, dass es nicht nur damit getan ist, dass irgendwie ein Kickertisch da steht oder was weiß ich, frisches Obst und freie Getränke, sondern eigentlich so diese Philosophie da ist, ne, so wie man mit man miteinander arbeitet und dass eben, wie du schon sagst, solche Marker da sind, dass eben nicht auf die Stechuhr geguckt wird oder sondern dass es eher so projektbezogen läuft. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich. Ja, genau, richtig.
Ja. Was denkst du so, wenn du mal so 3 bis 5 Jahre vorausguckst, wo wie das weitergeht? Also gerade bei dir jetzt mit den SEA-Experten, aber auch insgesamt so diese New Work-Bewegung, remote Arbeit? Also jetzt auf die Agentur, die SEA-Experten-Agentur bezogen, ist es wirklich schwer abzuschätzen. Ich plane da auch gar nicht so weit voraus, muss ich sagen. Es läuft jetzt aktuell ziemlich gut. Das passt soweit alles. Das ist, ich hätte jetzt vor 3 oder 4 Jahren auch überhaupt nicht abschätzen können, wie es jetzt heute ist. Oder ich hätte es nicht gedacht, sage ich mal. Von daher wage ich da eigentlich meistens gar keine großen Prognosen, sondern lasse es auf mich zukommen. Schön wäre es natürlich, wenn das Ganze wächst. Das ist klar. Ich bin immer ein Freund von Wachstum. Also Stillstand ist eigentlich wenig was für mich. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich mache einfach als Freelancer weiter, es passt alles. Die Entscheidung zur Agentur kam ja eigentlich nur, weil es im Endeffekt zu viele Anfragen waren, die ich ja theoretisch auch ablehnen hätte können einfach. Aber das ist irgendwie, das ist nicht mein Ding, so sage ich mal, wird mir auch schnell langweilig. Deswegen soll es schon immer vorangehen. Wo es jetzt aber wirklich hinführt, ist schwer zu sagen. Es soll natürlich noch ein bisschen wachsen, auch dann mit externen Leuten, mit Freelancern und so weiter. Aber wie es dann wirklich in 3, 4 Jahren aussieht, ist wirklich schwer zu sagen. Also da wage ich jetzt eigentlich keine Prognose für mich persönlich. Und fürs Allgemeine, du hattest es ja vorhin schon gesagt, glaube ich auch, dass es wirklich immer wichtiger wird, die Flexibilität, die Freiheiten zu arbeiten, von wo man will, wann man will. Das wird, denke ich, immer wichtiger, vor allem dem Bereich, wo wirklich gute Leute sehr gefragt sind und sich aussuchen können, wo sie arbeiten. Da wird natürlich das Ganze, glaube ich, noch viel schneller vorangehen als in Bereichen, wo, sage ich mal, der Arbeitgeber noch das Ganze in der Hand hat und sich die Bewerber aussuchen kann. Aber in dem, wie gesagt, mit einer guten Ausbildung und wenn man wirklich gefragt ist auf dem Arbeitsmarkt, kann man sich das, glaube ich, selbst auch dann so ein bisschen zurechtlegen, dass man einfach sagt, ja, 50% ist eben Homeoffice und 50% vor Ort. Und ich denke, dass das langfristig gesehen die Arbeitgeber dann auch mitmachen oder mitmachen müssen, auch wenn sie nicht wollen, sage ich mal, weil es eben so ist. Ja, das denke ich auch. Also da wird sich noch ganz viel tun und es ist auf jeden Fall spannender, dass die nächsten Jahre so hautnah mitzubekommen, finde ich, wenn man da schon Stück oder ein Teil davon ist, ne? So, das ist genau. Ja, prima. Ja, Daniel, wir haben schon ganz viele Punkte angesprochen, finde ich sehr gut, was wir da für Einblicke auch von dir hatten, auch zu deinen Reisen und wie du das dann letztendlich ja aus den Erfahrungen, die du auf den Reisen gemacht hast als Freelancer, das jetzt so in dein Unternehmen auch adaptierst und das so rüberspielst quasi, finde ich eine total schöne Entwicklung und vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Also das, ich glaube, das ist für den ein oder anderen Zuhörer und Freelancer auch nochmal so ein bisschen Inspiration oder eben hingucken, wie könnte es laufen und wie kann man das angehen und dass man vielleicht, wenn man gerade auch neu dabei ist als Freelancer, dass so eine Perspektive nochmal gibt, ne? So, das ist ja, für den einen ist es eben das Backpacking in Bali, aber es kann halt in 2 Jahren dann auch anders aussehen und also das habt ihr auch gemerkt, das kann sich alles sehr schnell wandeln, wirklich auch. Ist ja auch bei mir so, vom ersten Jahr Freelancer bis zum Stand jetzt, also von 2016 auf 2019, hat sich bei mir wirklich sehr viel getan. Das hätte ich so jetzt auch nicht gedacht und hätte es auch nicht so eingeschätzt. Also manchmal ergeben sich die Dinge dann ziemlich schnell und man rechnet gar nicht damit. Ja, klasse. Ja, schön. Magst du den Hörern nochmal erzählen, wie und wo du zu finden bist im Netz? Wir packen das natürlich dann auch alles in die Shownotes mit rein, damit die Hörer da auch leicht Zugriff haben drauf. Ja klar, auf jeden Fall. Zu finden bin ich eigentlich fast überall, natürlich auf den üblichen Xing, LinkedIn und so weiter. Die 2 wichtigen Plattformen sind wahrscheinlich die Webseiten. Einmal meine Freelancer-Website, das ist die danielrakus.de und natürlich die Webseite von meiner Agentur sea-experten.de. Genau, da kann man mich finden, beziehungsweise die Agentur. Ja, prima. Ja, das schreiben wir alles mit unten rein. Genau. Ja, vielen Dank, Daniel. Ja klar, danke für die Antwort. Ja, gerne, sehr gerne. Vielen Dank für deine Expertise hier und für deine Erfahrungen, die du uns weitergegeben hast. War ein klasse Gespräch, fand ich wirklich gut. Vielen, vielen Dank. Ja,
Vielen Dank. Ja. Ja. Und euch, liebe Hörer, sage ich auch wieder Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt beim Journal Podcast, dem Podcast für Freelancing und remote Arbeit in der Praxis. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr zu iTunes geht und uns ein Abo dalasst. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über dein Abo bei iTunes.